Berlin bei Nacht. Es ist dunkel. Nein, ich korrigiere, eigentlich ist es sogar ziemlich hell. Zumindest hier unter der Laterne, die macht nämlich jede Menge Licht. Licht am Tage ist ja meistens echt wünschenswert, aber bei Nacht gibt es da geteilte Ansichten. Ich will euch heute ein spannendes Forschungsprojekt zum Thema Lichtverschmutzung vorstellen, nämlich Skyglow Berlin. Spannend daran ist nicht nur das Thema, sondern auch seine Finanzierung. Der Physiker Chris will sein Projekt nämlich gemeinsam mit vielen Menschen finanzieren, und zwar über das Internet. Aber zurück zu Chris. Der arbeitet an der Freien Universität Berlin im Institut für Weltraumwissenschaften. Hey Chris! Hallo Katja! Was hat das mit diesem Projekt auf sich? Ich erkläre dir das gern, aber vielleicht machen wir das am besten auf unserem Messstuhl. Wow, was für eine Aussicht! Unser Projekt hat zwei Ziele. Die wissenschaftliche Ziel ist, dass wir machen Messungen von der Himmelshelligkeit in viele unterschiedliche Orte in Berlin und Brandenburg. Und der zweite Ziel ist mehr kulturell, dass Schulen von Berlin und Brandenburg haben die Möglichkeit, echte Forschung zu machen und auch Wissenschaftler persönlich kennenzulernen. Schüler sollen die Himmelshelligkeit messen, selbst. Wie soll das funktionieren? Wir haben ein Lichtmessgerät, das ist hier. Diese werden auf die Schuldach stehen und das ist ein kleiner Wetterschutz. Die Schulen werden die Gerät selber tragen. Das ist eine andere Version, das hat ein Display da und die drücken einen Knopf und dann herausfinden, wie hell der Himmel ist. Warum ist es so wichtig, dass du die, also nicht nur vom Schuldach aus Daten sammelst, sondern auch in der Umgebung? Wir können die Himmelshelligkeit gut verstehen in einem Ort, so zum Beispiel hier in Steglitz. Aber wir müssen für unser Modell zu verstehen, ob sie stimmen oder nicht, wir müssen mehrere Orte, vielleicht hunderte von Orte von Berlin aussuchen. Hunderte von Geräten, das hört sich nach einer ganzen Menge an Geld an, was du dafür brauchst. Wie willst du das Ganze finanzieren? Ich kenne diese Idee aus den USA und es heißt Crowdfunding. Und ich bin sehr, sehr froh, dass endlich haben wir Crowdfunding für die Wissenschaft in Deutschland. Gutes Stichwort, Crowdfunding für die Wissenschaft. Neben mir sitzt Johanna von Wissenschaft im Dialog. Johanna, was hat Crowdfunding mit Wissenschaft zu tun und warum ist das Ganze noch ein bisschen neu? Im letzten Jahr ist Science Data online gegangen. Das ist die erste deutschsprachige Crowdfunding-Plattform für die Wissenschaft. Forscher wie Chris zum Beispiel oder auch Studenten und Wissenschaftskommunikatoren können dort kostenfrei ihre Projekte präsentieren und durch viele einzelne Personen finanzieren lassen. Was für Projekte gibt es so auf Science Data? Wir hatten schon Projekte aus der Energie- und Umwelttechnik, aus der Literaturwissenschaft. Wir haben aktuell auch ein Projekt aus der Wissenschaftskommunikation, das ist Clouds. Dabei geht es um die fotografische Dokumentation von Cumuluswolken. Und da unten auf der Seite gibt es da noch mehr? Ja, genau. Wenn man hier runter scrollt. Oh, da ist ja das Projekt von Chris. Können wir uns das mal genauer angucken? Ja, na klar. Beschreib mal. Das ist eine typische Projektseite mit Bildern, Video und Text. Wieso Video? Reicht Text für eine Beschreibung von einem Projekt nicht aus? Das Video ist besonders schön, weil man da die Person hinter dem Projekt sieht und die persönliche Note mit dazu bekommt. Chris will für Skyglow Berlin ja jede Menge an Lichtmessgeräten für diese Schüler kaufen. Wie viel braucht er insgesamt? Er braucht insgesamt 5.000 Euro. Und was passiert, wenn er das Geld nicht zusammenbekommt? Dann geht das Geld komplett wieder an die Unterstützer zurück. Das heißt, wenn ich ihn unterstütze, dann gehe ich kein Risiko ein? Nein, im Gegenteil. Du bekommst sogar ein Dankeschön, wenn das Projekt erfolgreich finanziert wurde. Oh, cool. Chris? Als Dankeschön kriegt ihr zum Beispiel dieses Postcard, holographische Postcard von Europa beim Tag und beim Nacht oder dieses Luftkarte von Berlin bei Nacht in 1 Meter Auflösung. Oh, sehr schön. Also Johanna, wenn ich jetzt eine Forscherin wäre und ein Projekt einstellen wollte auf Science Data, was genau müsste ich tun? Du registrierst dich einfach auf der Plattform, klickst auf Projekt starten und legst einfach los. Da bekomme ich ja selbst richtig Lust zu forschen. So, App-Test. Sternenbeobachtung beginnen. Wow. Jetzt bin ich quasi auch ein echter Science-Data. Wollt ihr nicht auch? Bis zum 10. Juli könnt ihr das Projekt Skyglow Berlin noch unterstützen.
Oder ihr stellt einfach euer eigenes Forschungs- oder Kommunikationsprojekt auf ScienceData ein und sucht nach Finanzierung. Macht mit. Tschüss.